Servus, grüß euch. Wir sind der Robert, der Christian, Travel One unterstrich Oberländer und der angebliche Victron-Experte. Yeah. Wir sind jetzt beim Christian und jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Ich freue mich schon so. Alles, was ihr da seht, wird eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr da reinschauen könnt. Also da sind nur Kabel drinnen. Christian, was ist das bitte alles? Was machen wir jetzt noch? Wir haben ja schon so viel eingebaut, ja? Ja. Die 5 Batterien jetzt und, was ist das da bitte? Ja, also das erste ist, wir rüsten von 3 Batterien auf 5 auf. Mhm. Das möchte ich dir auch noch mal bitten, dass du das mal genau erklärst. Ich verstehe das, weil das werden sicher viele nicht verstehen. Manche fahren nur mit einer Batterie weg, sagen, die haben 200 Ampere. 200 Ampere-Stunden. Ja, es kommt immer haben wir 1000. An, was man vorhat und machen will. Ne? Ja. Ihr habt ja einen Elektroherd drinnen. Mhm. Das braucht halt sehr viel Strom. Und wenn man viel kocht, braucht man viel Strom. Okay, das müssen wir der Barbara sagen. Genau. Ich würde ja nur grillen, also. Ja, das ist das eine. Und wenn man halt keinen Solarertrag hat, wenn es wirklich schlecht ist. Das haben wir in Lappland gesehen, da geht gar nichts ohne genau. Ladebooster oder genau. Irgendwo anstecken am Landstrom. Ja. Genau. Das ist dann die Schwierigkeit, wenn du zu wenig Speicher mit hast. Aber jetzt haben wir da so viele Sachen. Also das eine ist, habe ich verstanden, der Jupiter kommt ja weg. Das heißt, wir haben ja zwei Systeme gehabt, das was nicht richtig funktioniert hat oder nicht kommuniziert hat. Nicht kommuniziert, richtig. Und jetzt da machen wir alles gleich mit Victron und ja. Was ist das zum Beispiel da jetzt da? Das ist einmal das Hirn. So viel Stecker. Ja. Mein Hirn hat nicht so viel Stecker, nicht? Glaube ich. Ne? Ja. Also der macht was? Der macht in dem Fall nimmt er alle Signale von den verschiedenen Geräten, zum Beispiel jetzt GX-Tank. Ach, den brauchen wir jetzt wegen den Sensoren. Für die Sensoren, damit wir jetzt wissen, wie viel Wasser ist mit dabei und was, ich weiß jetzt gar nicht, was wir alles haben. Und da hast du mir erklärt, das finde ich nämlich ganz cool, weil bis jetzt war es immer so, wenn ich jetzt Wasser tanken war, hat entweder die Barbara drinnen stehen müssen beim Jupiter und schauen müssen, wie es voll ist. Mhm. Oder ich habe hinten einfach gewartet, bis es fast voll ist. Also da hört man das. Ja, man und da kann ich das jetzt mit dem Handy sogar hinten mal hinlegen so und sehe das. Das ist genau. Super cool. Und da habe ich ja schon die nächste Idee gehabt dazu. Überhaupt gerne noch ein Touchscreen dazu machen, damit man gleich alles wieder sieht. Hinten? Ja. Natürlich. Was, da kann man noch ein Touchscreen montieren? Es müsste gehen. Ich habe nur die Idee gehabt, die haben mich nicht damit beschäftigt. Da muss ich erst die Barbara fragen. Wie hast du schon? Ja, es ist genial. Ne? Okay. Das Wahnsinn. Werde ich selbst auch so machen. Ja, okay, da muss ich... Es gibt eine Lösung, super, ja. Die wird es geben. Ja. Okay. Ja. Genau. So. Und dann, ja. Das ist klar, und jetzt haben wir da zwei verschiedene Shunt, hast du gesagt. Haben wir jetzt genau. Nämlich da einen kleinen, hoppala, ja. Und einen großen. Genau. Für was brauchen wir zwei? Ich glaube, einer reicht. Grundsätzlich ja. Tatsächlich ist aber das, dass die Ladung der Batterien, wenn der Motor läuft, über das Votronic-Gerät weiter funktioniert. Und wir sonst nicht wissen. Okay, verstehe. Das ist das Einzige, was wir bei den Ladebooster bleiben, ja, Votronic. Genau. Und deswegen, dass die trotzdem kommunizieren können mit diesem Hirn da. Genau, damit. Ist verständlich, okay, gut. Bekannt ist, genau, wie viel, ja, Leistung von der Lichtmaschine, ja, kommt, damit man das sieht. Okay. Also wenn die Frage jetzt da entsteht, warum macht er das nicht auch gleich alles von Victron? Der Ladebooster ist super von Votronic, muss man ehrlich sagen. Und darum haben wir gesagt, okay, dann investieren wir lieber noch einen zweiten dazu. Dann haben wir 90 Ampere Ladekapazität. 90, ja? Ampere kann man laden, ja. Genau, mehr darf man eh nicht machen, weil wir haben nämlich, das ist auch ganz wichtig, extra die ganz große, genau, Lichtmaschine beim Iveco mitbestellt. Die hat 170. Waren die mit 170 Ampere Laden? Ja, auch, ja. Geht okay. Das, ja. Okay. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir. Ah ja. Ja. Das sind diese Orgensachen da, wo ich mit Christian telefoniert habe. Neue Absicherung. Ha, bist du narrisch. Mit den Haartrainer. Bist du gelernt. Also das ist ja.
Aber die sind, können auch kaputt werden. Die können kaputt. Also die kann man nicht zurückstellen irgendwie oder so. Nein, der ist kaputt und dann war's das. Aber die sind also tausendmal besser wie die, was ich jetzt habe, oder? Ja, also das eine ist einmal das, man sieht ja schon, das ist viel größer. Ne? Das ist ein massiver, es hat ein Gewicht. Es hat ein Gewicht, genau. Es ist also im Prinzip von der normalen Elektrotechnik her verwende ich das so. Und wir haben, wie soll man sagen, es... Nein, das ist, wenn es warm wird, ja, es passiert nichts. Ja. Okay, und das schaut man schon sehr robust. Genau. Und das ist ja eine Marke, Schrack, das sagt dann ja was das ist. Schrack, ne? Ja, das ist schon eher bekannter, ja. Ich möchte da gleich noch dazu sagen, das haben wir alles bezahlt. Ja. Also das ist kein Werbevideo da jetzt wieder. Ich sage euch nur, warum wir das machen, warum wir das zeigen. Der Christian sagt, das sind die besten Dinge, macht es so. Und ich glaube ihm das, weil er ist ein Fachmann. Und darum machen wir das. Alles bezahlt, ja. Wir empfehlen nur. Danke. Bitte, Christian. Ja. Ich blende natürlich auch dann deinen Firmennamen und alles ein, falls wer anderer sagt, von dem Typen kann ich mir da helfen lassen oder was, dann kannst du mit ihm kurz schließen, wenn er dich vorher anruft. Ja? Natürlich. Oder schreibt. Ja, E-Mail habe ich nicht so gern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so schon eine Flut an E-Mails habe. Okay, dann ruft ihn einfach an. Ist. Telefonnummer schreibe ich dazu. Anrufen ist besser. Muss man dann drüber reden. Gut. Über die Dinge. Dann gehen wir es auch. Gut, Christian, wir fangen jetzt an? Ich bin schon so aufgeregt. So, was machen wir? Also, wir beginnen jetzt einmal auf der anderen Seite, wo die Batterien Platz haben. Und deaktivieren einmal dann das 12-Volt-System, weil das müssen wir umbauen. Okay. Das ist einmal die Hauptgeschichte an dem Ganzen. Gut, der Christian hat mir jetzt angeschafft. Ich soll jetzt einmal die kompletten Kabel alles wegschrauben. Das werden wir jetzt machen. Gut, eine Stunde später, das habe ich jetzt gar nicht gefilmt, oder will ich euch gar nicht zigieren. Alles entfernt, das ist wirklich ein Wahnsinn, die großen Kabeln, also da, und jetzt schaut einmal, was da los ist. Ich weiß halt nicht mehr, wie ich das zusammenbaue. Jetzt ist dann wirklich der Christian gefragt, weil da kann ich nichts mehr selber machen. Also ich werde wirklich über die Schulter schauen und ich hoffe, dass wir das irgendwie wieder zusammenbringen. So, jetzt sind schon einige Stunden vergangen, jetzt habe ich diese NH-Trenner da montiert, die Batterie. Den Kasten haben wir auch versetzen müssen noch einmal. Ja, also das wird komplett anders, das System. Also wir bauen jetzt alles ganz anders. Da hinten, das wird jetzt der Batteriekasten ganz unten. Oben bleibt ein Nährfach für die Barbara noch. Ah, das wird interessant. Leute, ich melde mich da gerade wieder von der Baustelle. Es ist ein Wahnsinn, was er da getan hat. Es ist jetzt schon der nächste Tag und der Christian fängt schon zum Krimpen an. Was auch immer da jetzt für ein Kabel gekrimpt wird. Das ist der alte Ladebooster zu leiten. Ah, das, okay, und jetzt kommen noch zwei Leitungen dazu. Ja, das sind die auf der anderen Seite, oder? Also das wird ja unglaublich. Es nimmt Formen an. Sehr langsam, aber es nimmt Formen an. Die Kabel habe ich alle gestern rausgezogen. Wir sind hier am Batteriestockkasten von der Maria. Und da haben wir jetzt auch schon neue Kabel gezogen. Da kommen dann auch noch Schutzschläuche drauf. Die habe ich nur da oben gemacht, weil ich nicht so viel mehr gehabt habe. Und alles wird dann da jetzt neu verkabelt. Die zwei Ladebooster haben ja eine 12-Volt-Seite und eine 24-Volt-Seite. Und ich helfe da den Christian jetzt mit Schrumpfschläuchen, das alles auch wieder richtig zu isolieren. Das Tolle ist, ich kann Christian immer wieder fragen, wie was funktioniert, für was ein Kabel gehört. Das ist schon gut, wenn dir dein Fachmann das aufklären kann. Jetzt müssen wir die ganzen Kabel auch noch richtig ordnen, müssen dann ja auch richtig drinnen liegen und nicht herumrutschen. Das ist jetzt die 24 Volt Seite und jetzt werden diese Kabel hier auf einer Sammelschiene zusammengefasst und dann angeschlossen. Gut, Christian, also da haben wir so eine Sammelschiene jetzt, was du da machst. Und warum machst du da jetzt Adernhülsen drauf? Diese, zeig einmal eine her, bitte, dass man das sieht, weil warum brauche ich das? 16 Quadrat Adernhülsen, das ist so. Das in dem Fall, also generell jetzt, wenn etwas verschraubt wird, ja, dann muss man Aderenthülsen machen, weil sonst da würden die Kupferlitzen zerdrückt werden.
bei der Klemmschule. Ah, die werden komplett zusammen? Es wird gequetscht dann da drinnen natürlich, mhm, und die irgendwann sind sie zerquetscht und brechen auch einfach. Ah, okay, und die anderen Hülsen schützt man das? Genau. Wird zwar auch zusammengequetscht, aber im Ganzen im halt. Ganzen, ne? Ja, da ist verstehe. Die ganze Druckfläche von. Aha, von, super. Ja. Ne, sehr interessant, dass man das auch einmal so weiß. Da ist es nicht notwendig, ja. Aber weil die flach zusammendrücken, ja, und an Schrauben eben nicht. Ich das verstehe. Ist keine Käfigklemme, ja. Da können die Litzen links, ja, und rechts, okay, entweichen, hier nicht. Ja. Hier nicht, genau. Okay. Und die, gibt es da auch eine eigene Zange, oder? Gibt es auch eine Zange. Die holen wir jetzt da. Ja, genau. Genau. Mit einer anderen, besseren oder einer, ja, anderen Art andere, von Grimmzahn. Ja, andere Grimmzahn, genau. Braucht man auch viel Kraft, sehe ja. ich, ja. Braucht man dann kein Kraftstudio mehr. Nein. Ja. Das schaut so schön aus. Ich hoffe, dass es auch so schön funktioniert. Aber ich glaube schon. Bei dir bin ich mir sicher, Christian. Ja, aber das wird schon. Während Christian in der Maria jetzt die Ladebooster komplett fertig zusammenschließt, werde ich jetzt beim Batteriekasten außen alles noch fertig zusammen anschließen. Mit Sicherungen. Gut, und da machen wir jetzt ja auch wieder Adernhülsen drauf, weil du magst die überall drauf, habe ich schon gesehen, weil das so sein muss. Ja, das gehört so, genau. Gut. So, das ist ein sehr großes Kisterl. Sehr schön. Super, eine Stunde später, man soll ja nicht glauben, wie lange das wieder dauert, bis das alles super ist. Toll. So, so, und jetzt kommen noch die Erdungen. Die Erdungen fehlen uns noch. Und wieder ein neuer Tag. Der Christian hat mir angeschafft, diese Messingleisten abzulängen. Das werden unsere neuen Sammelschienen. So, jetzt habe ich mir die neuen Sammelschienen hergerichtet. Und zwar, das sind komplett aus Kupfer. Und die sind auf Isolatoren geschraubt. Und der Christian hat mir nämlich gesagt, wenn, dann machen wir das richtig. Nicht mit diesen normalen, was wir da gehabt haben, verchromt, sondern richtig mit Kupfer, dass das passt. Und jetzt müssen wir dann überall noch Löcher und Gewinde bohren für die ganzen Anschlüsse. Der Christian zeichnet jetzt einmal an, was wir alles brauchen. Ich glaube, wir brauchen mindestens 20 Löcher, was ich da gezählt habe. Ja, das wird da hinkommen. Ja. Du Christian, jetzt muss ich dich nochmal fragen, weil viele werden sich denken, wieso braucht der 5 Batterien 1000 Ampere-Stunden? Das ist ja Wahnsinn. Ja, manche haben ja nur eine Batterie mit 200 und das ist, sagen schon, das ist viel. Wieso machen wir 5? Ich habe das ja auch damals gefragt. Ja. Wenn kein Ertrag von der Photovoltaik kommt, brauchst du halt viel mehr Batterieleistung aus der Batterie, das ist einmal das eine. Und das andere ist, wenn man jetzt kocht, einen Geschirrspüler noch einschaltet und vielleicht die Waschmaschine noch braucht und so weiter, dann geht sich das nicht mehr aus mit drei Batterien. Okay, und du hast mir aber noch was erklärt, das hat mir mehr eingeleuchtet wegen dem Rausziehen aus den Batterien. Die Belastung der einzelnen Batterien wird geringer. Das heißt, der Strom teilt sich besser auf und folgedessen braucht man die Batterien nicht so weit entladen. Und das geht auf die Lebensdauer sonst. Ja, das hat mir nämlich dann eingeleuchtet, weil ich will die ja so lange wie möglich haben, weil die kosten ja auch was. Jetzt habe ich alles gebohrt, das hat jetzt fast 2,5 Stunden gedauert. Schaut euch das Vermögen an, was da liegt. Überall Kupferspäne. Und jetzt muss ich noch Gewinde einbohren. Puh, jetzt habe ich mir die ganzen Kupferschienen alles gebohrt und überall Gewinde eingebohrt, so wie man es der Christian angeschafft hat. Und jetzt muss ich das zusammenschrauben. Ich muss ehrlich sagen, das war jetzt eine fade Arbeit, sage ich einmal vorsichtig. Das hat jetzt fast 3 Stunden gedauert. So, und jetzt habe ich das alles fertig einmal wieder eingebaut. Diese Kupferschienen, das.
Und hier, das ist jetzt alles, das sind die Sammelschienen. Da ist schon der erste Shunt für die Batterien dann und dann kommt noch ein Shunt für die Ladebooster. Und hier wird jetzt alles zusammengefangen. Das sind jetzt die Sammelschienen. Also die Batterieanschlüsse zu den H-Trainern machen wir immer am nächsten. Also die Batterie daher, die daher. Ja. Da kommt Multi Plus, da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer, ja. Der und praktisch so, genau. Ja. Und dann machen wir Folgendes. Wegen der Länge ist es da jetzt dann wurscht, ob das da, oder ja, muss man da? Die sind eh ziemlich gleich. Dann okay, also da muss man nicht jetzt die da. Sollten man schon genau machen, nur waren es jetzt um einen Zentimeter auf oder alles egal. Mhm. Was wir aber sehr wohl tun, ist die Minusseiten auskreuzen, weil wir sowieso ein Problem haben mit der Kabellänge, das kannst du nicht anschließen. Das heißt, diese Batterie wird ganz herüben angeschlossen und diese Batterie da ganz herüben. Aha, und dadurch kriegst du dann? Und dadurch teilt es sich besser. Okay. Der Strom geht immer in geringsten Widerstand. Aha, ja, okay. Mhm. Genau. Gut, bei den Kupferschienen da jetzt, da gibt es keinen Widerstand mehr, oder? Ja, das ist 300 Quadrat. Wahnsinn. Das. Gut, die Masseschläuche. Masseschläuche, sag ich. Gut, die Massekabel habe ich jetzt einmal gemacht. Die werden wir jetzt da gleich mal reinlegen. Und dann geht es mit die Plus weiter. Gut, jetzt habe ich alle Kabel angebracht. Der eine bleibt noch frei, da kommt nämlich der Multi Plus extra abgesichert. Aber da weiß ich noch nicht, wie der Christian das meint. Und jetzt geht's weiter. So, es ist schon sehr finster, also wir haben schon 8 Uhr. Also seit 8 Uhr in der Früh arbeiten wir jetzt schon. Und das nimmt kein Ende. Es werden immer mehr Kabeln. Unglaublich, Wahnsinn. Guten Morgen, es ist Tag 4, also das ist umfangreicher, als was ich geglaubt habe. Auch der Christian, also der hat gesehen, wir haben alles hier neu machen müssen oder sind gerade noch dabei. Und heute werden wir jetzt die komplette, diese ganzen kleinen Gerätchen von Victron zusammenschließen und einbauen. Und ich hoffe, dass das dann wieder alles super funktioniert. Ich glaube schon. Es geht am laufenden Band. Am laufenden Band. Uns tun schon die Knie sehr, sehr weh. Ja, die Knie und der Rücken. Aber so ist es halt, gell? Wenn man auf Weltreise gehen möchte. Gerade haben wir montiert. Hier die zwei Solar abgesichert. Das ist für den Ladebooster abgesichert für beide. Und der Christian hat da gerade beschriftet. Das sind, was ist denn da? Und da hat er auch noch einen Verteiler gesetzt für die Sense Plus. Super. Und jetzt brauchen wir nur das D Plus. Jetzt geht schon ans Eingemachte. Jetzt haben wir schon die Sammelschienen für die ganzen 12 Volt Verbraucher verarbeitet. Und jetzt kommt der Shunt für die Ladebooster, der eigene. Da müssen wir noch schauen, wie man das genau anschließt. So, jetzt haben wir schon den Servo montiert, dann das neue BMS. Und jetzt verbinden wir die MPPT-Regler auch mit diesen VE-Direct-Kabeln. Also unglaublich, was man da alles lernt beim Christian. Aber es ist super, wenn man dabei ist, weil dann weiß man auch später, nach Jahren, wieder nicht, was man da eigentlich gemacht hat damals. Christian tut jetzt die Batterien messen, weil jetzt werden wir dann gleich den Strom einmal einschalten und schauen. Und eine Batterie dürfte stärker sein und bei Lithium die 2 ist. Okay, sollten wir aufpassen. Die können wir nicht ein. Die lassen wir noch. So. Ein großer Moment. War ja eh nix, was hast du denn? Ja. Was tust du denn so wild? Gut. Wir haben Strom! Wir haben Strom! Voll geil, ich freue mich. Noch 4 Tagen, juhu! Nur mit einer Batterie, Wahnsinn! Voll cool, der Servo hat gestartet, BMS funktioniert, sagt der Christian. Jetzt bin ich dann noch am Multi Plus gespannt. So, jetzt geht's weiter, jetzt wird's richtig gefährlich. Ja, Baby. Ups, nicht. Ah, habe ich was falsch gemacht? Nehmen wir es zu. Einrasten. Super, das sind schon tolle Sachen, was du da konzipiert hast für uns.
Achtung! Fein. Ja. Also die Solarpaneele sind noch nicht aktiviert. Der Multiplus ist jetzt auch noch nicht aktiviert. Aber das machen wir jetzt. Wahnsinn. Jo. Power on. So, jetzt hat er aufgedreht. Ah, es tut sich was. Sehr schön. Grünes Licht, das ist immer gut. Grünes Licht ist gut. So, jetzt brauchen wir den Deckel vom Multiplus. Moment, das da hier oben. Bitte schön. Okay. Ah, schau! Schaut euch das an, es funktioniert, das Licht, es leuchtet, der Monitor ist da. 100 Watt haben wir momentan Verbrauch, wird aber trotzdem falsch anzeigen, weil der Shunt ist sicher falsch eingestellt. Ja. Also das gehört jetzt alles neu eingestellt? Alles. Schade, das hat er schon gefunden. Das GX-Tank hat er schon gefunden. Aha, müssen wir die Sensoren jetzt montieren? Smart Shunt, oh, den hat er auch richtig erkannt, schau. 1000. Na, wir haben uns da ja nicht ein Klumpert gekauft. Sehr schön. Also Christian, was richtig. Jetzt wollen wir es wirklich wissen. Genau hinten haben wir es immer angesteckt, ja. Ah, Achtung. Zick. Und der zweite noch. Das ist der große mit der Vierpaneele. Zick. So. Oh, schaust du mal überhaupt, ne? Der Christian tut schon programmieren, jetzt haben wir die Maria gestartet und schauen, ob die Ladebooster und mit dem Shunt funktioniert. Es leuchtet alles, es funktioniert. Jetzt muss das alles nur noch richtig gepegelt und programmiert werden. Der Fachmann ist gerade drauf zu kommen, wie das funktioniert. Was? Maria, ich weg, hast du gescheit, super. Ja. Voll lieb, danke. Cool. Bitte. Auf der Hauptübersicht sieht man es so nicht, gell? Ach so, das geht. Also das heißt, das kann man aber schon noch machen, ne? Man kann es machen, ja. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, es ist schon zu spät. Nächster Tag, ich bin wieder zu Hause. Jetzt werden wir noch die ganzen Kabel schön verlegen mit Kabelbinder. Ich habe schon alles gemacht, was man machen soll, was man da Christian angeschafft hat. Gekocht habe ich schon. Ich habe alles eingeschaltet, es funktioniert alles. Jetzt habe ich noch extra einen Schalter hier montiert für die Wasseranlage. Die kann ich jetzt immer ein- und ausschalten, so extra noch. Habe ich zwar vorher auf dem anderen Jupiter auch gehabt, aber jetzt haben wir das dann da extra. Und blau habe ich mir gedacht, das passt zu Wasser. Alles funktioniert, ich bin so happy. Und hier haben wir das Beginn. Panel und da bin ich auch was drauf gekommen. Wenn man das kann man einstellen und es ist jetzt dieser Wohnwagen und Boot Monitor und da sieht man jetzt auch die Wasserstandsanzeigen, es funktioniert alles wunderbar. Ich bin echt happy. Danke Christian. Hallo Robert. Hallo Barbara. Gott sei Dank bist du wieder zu Hause. Ja, müsst ihr das jetzt einmal anschauen, was wir da alles gemacht haben? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht, was wir da alles gemacht haben. Na doch, kann ich jetzt so auf die Schnelle. Ja, wir haben hinter diesen ganzen Sicherungen sind lauter Geräte drinnen und eingebaut. Vielleicht das siehst du jetzt da, schau mal. Das haben wir neu gemacht. Ui, cool. Das ist das neue Touch. Da brauche ich aber eine Mega-Einschulung. Ja, nein, das ist nicht so tragisch. Ja. Du musst ja nur die Hauptdinger wissen, das ist alles andere nicht. Und da das Herzstück, da muss ich das wegräumen, das Herzstück ist ja da drinnen. Ich weiß nicht, ob du das willst, schau mal, das sind die 5 Batterien. Ist das ein Kernkraftwerk? Ja. Also ein Solar. Genau. Nur diese Kupferschienen so. Da hinten ist eine lange, das ist die fürs Plus. Und die übers Eck mit dem Shunt, mit dem großen da, das sind die für die Masse. Und sind das Sicherungsschalter oder was? Da kann ich einzeln. Genau, der Christian hat gesagt, wir machen sichern jede Batterie einzeln ab. Und da, wo du diesen einen siehst, wo zwei schwarze Kabel rauskommen, da kommt daneben noch so einer her. Der ist nur allein für den Multiplus. Da hat er gesagt, das machen wir mit doppelten Kabeln und da tun wir jedes Kabel extra doppelt absichern. Also jetzt dann einfach absichern, aber da ist auch jedes Kabel abgesichert, alles. Naja, da müssen wir ja nochmal in Lappland Urlaub machen. Ja, müssen wir dann. Zum Testen. Ja, da fahren wir auf Norwegen, haben wir gedacht. Dann zum Testen. Checken wir das nochmal.
Ja. Ja, und jetzt muss ich dann das Kabel noch schön verlegen. Das verlege ich dann seitlich da. Das mache ich jetzt nachher dann. Und mit der Höhe geht sich das jetzt da aus? Das alles kein Problem. Da passt jetzt auch noch dann die Platte wieder rein. Und da kannst du dann deine ganzen Vorräte wieder reinstellen. Aber so ist es dann gut, dass die Lüftungsschlitze gemacht haben. Ja, nein, das war eh gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Das war schon wichtig, dass wir das alles gemacht haben. Das schaut schon mega aus. Ja, also jetzt habe ich gerade den Geschirrspüler laufen. Naja, weil da war ja auch. Und schauen wir ja auch. Genau. Naja, wir müssen ein Wochenende einmal wieder in der Mauer verbringen. Dann können wir das alles. Ah ja, schau da, das ist ja auch jetzt neu. Ich weiß nicht, ob es das schon mal. Jetzt muss die Ladebooster, die muss jetzt noch anschrauben. Na, die Ladebooster habe ich schon gesehen. Ja, aber da haben wir nur einen gehabt. Genau. Und jetzt haben wir ja zwei. Dadurch verdoppelt sich ja die ganze Leistung jetzt vom Laden während des Fahrens. Und da haben wir jetzt 90 Ampere zur Verfügung, was wir während dem Fahren reinladen können in die Batterien. Ja, da haben wir ja vorher quasi Nadelöhr gehabt. Ja, genau. Und der Christian tut natürlich da richtig super alles toll gemacht mit Verteiler und keine Ahnung, wie das alles heißt, aber das ist ja alles eigentlich aus einem Schaltkastenbau, also wirklich industriemäßig schon, glaube ich, also das kann nicht schlecht sein. Also wir haben uns gedacht, dass wir vorher schon eine tolle Stromanlage gehabt haben, aber jetzt in Lappland haben wir ja gemerkt, dass da wirklich Wehwehchen waren. Ich kann da auch was zeigen, und die Kabel, die was da verbaut waren, die sind gar nicht ich habe die in einer Stärke gekauft, ich habe extra geschaut auf den Rechnungen, habe ich es bestellt als 70 Quadrat und der Christian gesagt, das sind 35 Quadrat, ich zeig's. Und da, Barbara, dass er das auch noch zeigen kann, ich habe die gekauft, das ist zum Beispiel, habe ich gekauft als 50 Quadrat und wie das da, weil der Christian gemeint hat, das können wir nehmen, so ein Stück, und dann hat er gleich gesehen, wie ich das runter isoliert habe, auf keinen Fall, schaut's einmal. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Das ist nicht mehr diese typische Kupferfarbe, sondern das ist schon, er hat gesagt, das nennt man ausgeglüht. Das sieht man so gar nicht. Da sind so Ströme drüber geflossen, die haben mir ein falsches Kabel. Ich sage keinen Namen jetzt von der Firma. Die haben mir ein falsches Kabel verkauft. Weiß nicht, ich vermute, weil die Isolierung so dick ist und das Kabel. Nur als Beispiel. Da habe ich, das ist ein Kabel, was wir jetzt verbaut haben, ein 70 Quadrat, Industriequalität. Ja. Das ist ganz was anderes, das habe ich aufgeschnitten, weil ich nachschauen wollte. Das Weiße da innen drin? Nein, das ist Isolierung und da muss man auch so aufpassen, das habe ich nicht gewusst. Ne? Das Laie weiß das gar nicht. Die haben mir da echt einen Blödsinn verkauft. Ja? Also das ist ein Fake-Kabel quasi. Naja, Fake, es ist nicht für die Ströme ausgelegt, was wir da drinnen gehabt haben, und wir haben das gar nicht gemerkt, weil das schaut zwar aus wie ein 50 Quadrat, aber die Isolierung ist viel dicker als wie bei diesem Industriekabel. Und das wird ja gar nicht so warm, weil das viel vom Querschnitt her. Ich habe leider kein 50 Quadrat zum Vergleich jetzt, aber nur, das ist wirklich Industriequalität, das was wirklich in Fabriken und so verbaut wird. Ich glaube, wir sind jetzt ready für die Weltreise. Jetzt dürfte es mit Strom alles passen, auch wenn es kalt ist und finster ist. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch wieder, was wir da gemacht haben. Ist natürlich individuell, ob sich einer denkt, ich brauch's nicht. Ich wollte es jetzt haben, weil das ist ja unser Haus dann für längere Zeit und da möchte ich, dass alles passt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe, es war interessant. Daumen hoch, abonnieren bitte nicht vergessen, weitersagen. Und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.